Der türkische Präsident Erdogan hat einen Rücktrittsgesuch seines Innenministers abgelehnt. Süleyman Soylu hatte wegen der Corona-Krise am späten Freitagabend Ausgangssperren in 31 Städten und Provinzen verhängt, darunter in Istanbul, Ankara und Izmir. Weil die Maßnahme aber mit nur 2 Stunden Vorlauf bekannt gegeben wurde, war es zu Panikkäufen und Menschenansammlungen gekommen. Soylu hatte dafür die volle Verantwortung übernommen und die Bevölkerung um Entschuldigung gebeten. In der Türkei sind bereits mehr als 1.100 Menschen an der von dem Virus ausgelösten Krankheit Covid-19 gestorben. Mit dem Virus infiziert sind offiziell mehr als 50.000.